BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Fast 380 Jahre sind die Eichen im Reutlinger Markwasen inzwischen alt. Vermutlich als Dank für den Westfälischen Frieden im Jahr 1648 gepflanzt, überdauerten sie die Jahre und konnten natürliche Alterungs- und Absterbeprozesse durchlaufen. Welche Rolle die Bäume heute einnehmen, unter anderem wenn es um die Artenvielfalt geht, darüber haben die Biologin Heike Jakob und Markus Pietruszynski vom Baumpflegeteam Bodensee jetzt gesprochen. Schon zu Zeiten, in denen die Reutlinger im Markwasen auf dem damaligen Festplatz noch Feste feierten und auch bereits weit davor hat es die hier stehenden Eichen gegeben. Und die fast 400 Jahre, die die Bäume mittlerweile auf dem Buckel haben, sind noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange, wie Baumexperte Markus Pietruszynski vom Baumpflegeteam Bodensee weiß. Also die Eiche hat als Besonderheit, dass sie sehr langlebig ist. Das heißt, durch ihr starkes Wurzelwachstum können sie sich sehr gut verzweigen und haben einen sicheren Stand. Die Eichen haben eine sehr hohe Holzdichte und weisen eine sehr hohe Festigkeit auf. Das heißt, die Eichen können hier im Markwasenwald über 1000 Jahre alt werden. Und nicht nur das Alter, auch die Größe der Bäume setzt Maßstäbe. Die Stämme erreichen einen Umfang von zum Teil über 6 Metern. Und auch die Eichen, die bereits absterben, erfüllen eine wichtige Aufgabe. Denn was zunächst nicht unbedingt positiv klingt, ist vor allem für die Artenvielfalt von großer Wichtigkeit, erklärt Pietruszynski. Denn durch die entstehenden Löcher in der Rinde eines absterbenden Baums können sich verschiedenste Tierarten ansiedeln. Die Eichen in Reutlingen würden dahingehend gar einen Spitzenplatz der Biodiversität in ganz Baden-Württemberg einnehmen, ergänzt Biologin Heike Jakob. Im Jahr 2013 und 2014 hat der Diplombiologe Ulrich Bense hier die Holzkäferfauna im Reutlinger Dammwildgehege untersucht und er hat dabei insgesamt 243 Holzkäferarten nachweisen können. Und allein 29 davon werden landesweit auf der roten Liste geführt, wie beispielsweise der Juchtenkäfer. Und deshalb nimmt dieser Altbaumbestand hier auch bezüglich der Biodiversität landesweit einen Spitzenplatz ein. Pietruszynski spricht sogar von einer Zahl zwischen 5000 und 6000 Arten, die sich auf einer einzelnen Eiche ansiedeln können. Dass sich derart viele Käferarten im Markwasen ansiedeln konnten, hängt auch mit dem hohen Alter der Bäume zusammen. Durch diese zeitliche Kontinuität seit 83 Jahren haben sich viele ökologische Nischen in toten, absterbenden Bereichen sowie auch in großen Stammöffnungen finden können. Wir haben hier zahlreiche geschützte Käferarten, welche auf der roten Liste stehen, haben hier aber auch beispielsweise Amphibien wie den Feuersalamander oder die Hohltaube. Unter anderem aus diesem Grund ist das Gebiet bereits seit 1999 als flächenhaftes Naturdenkmal Eichenhain und Linden oder auch Wildgehege im Markwasen ausgewiesen. Der Tatverdacht gegen den 63-Jährigen, der in Albstadt-Lautlingen zwei Familienangehörige und dann sich selbst erschossen haben soll, erhärtet sich nach den Aussagen der Ehefrau. Der Familienvater erschoss im Juli seinen Sohn und seine Schwiegermutter, die Ehefrau und Tochter des Mannes überlebten schwer verletzt. Nachdem zuvor bereits die Tochter ausgesagt und den Familienvater belastet hat, hat sich jetzt der Tatverdacht nach den Aussagen der Ehefrau weiter erhärtet. Zum genauen Inhalt der Aussagen und einem möglichen Motiv macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Falls sich der alleinige Verdacht gegen den Familienvater bestätigen sollte, werde das Verfahren eingestellt. Denn gegen Tote würde kein Strafverfahren stattfinden. Bis zum Abschluss der Ermittlungen werde es wohl nicht mehr lange dauern. Es gehe eher um Wochen als um Monate. Es wird bunt. Die Gasdruckverteilerstation am Kreisverkehr von Metzingen Richtung Neuhausen hat einen neuen Anstrich bekommen. Ein Graffiti von blauen und lila Trauben erstreckt sich über das kleine Häuschen und auch farbenfrohe Schmetterlinge zieren die Fassade. Nicht zuletzt ein großes Weinblatt auf blauem Hintergrund. Hier haben sich Jugendliche im Rahmen eines Graffiti-Projekts der Stadt Metzingen kreativ austoben dürfen. Zufällig sind die Motive aber nicht gewählt, denn die Trauben und das Weinblatt stehen für die Kelternstadt, eingebettet in die Weinberge. Auch in Zukunft soll Metzingen bunter werden. Die Stromkästen in der Stadt sollen ebenfalls nach und nach mit Graffiti versehen werden. Und soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.